Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, dann wollen wir uns mal durch die Stadt bewegen. Und ja, mal kurz mit jemandem was trinken gehen, denke ich mal. Das wäre ja am ehesten jetzt möglich. Denke ich mal. Ah, guck mal, da sitzt er schon. Aiden, mein Partner im Kampf. Hier, trink aus. Flasche Nummer wie viel? Hör auf zu zählen und hau runter das Zeug. Oh, ich bereue jetzt schon, dass ich mit bin. Blödsinn. Gib vielleicht nie wieder die Gelegenheit, mit dem zukünftigen Champion was zu trinken. Wer sagt denn, dass ich der Champ sein will? Ich hab von mir geredet. Klar, Champ. So, jetzt sag du mal, wie ist es gelaufen? Ehrlich. Hab mir fast das Kreuz gebrochen. Du bist besser als das. Ich hab dich in Action gegen diese Infizierten gesehen, als wenn du noch nie etwas anderes getan hättest. Ja, so fühlt sich das an. Deswegen bin ich hier. Kann ich dich was fragen? Dieser Zuhälterhut. Hey, das ist kein Hut. Das ist deine Fedora. Ein Familienerbstück. Etwas Besonderes. Hab ihn von meinem Bruder bekommen. Oh, ich bin ein Arsch. Und es tut mir leid, Chiro. Ich weiß. Schon gut. Verdammt, ich vermisse ihn. Was ist mit dir? Hast du Familie? Eine Schwester. Hab sie seit all dem hier nicht mehr gesehen. Ich weiß also sehr wohl, wie du dich fühlst, Chiro. Wie ein Geist, der einen verfolgt. Überall hin. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich möchte lieber nicht über sie reden. Ist sie aus der Gegend? Hab doch gesagt, dass ich nicht darüber reden möchte. Okay. Klar, Champ. Mein Bruder war 15, als... Er hatte Stil. Und er konnte wirklich gut kämpfen. Er wollte nur nicht kämpfen. Das hat meinen Vater angepisst. Dann... Auf unsere Lieben, die nicht hier sind. Ja, auf unsere Lieben, die nicht hier sind. Einmal blinzeln und er ist weg. Und ordentlich haben wir was weggebechert. Gut, dann gleich mal weiter. Es gab eine Zeit, in der hatten die Menschen nur Bögen. Hoppala. Kommen wir lieber nicht zu nah, sonst ist die Hand ab. So, alle hab's. Ja, ja, das rückt immer näher. Keine Ahnung, wo ich jetzt genau hin muss. Da vorne irgendwo. Na denn? Das sieht verstörend aus. Ich komme wegen der Prüfung. Ja, wir schauen zu. Straßenlevel im Mondschein. Starte, wann immer du bereit bist. Nachts? Und die Infizierten? Das ist Teil der Herausforderung. Du musst die Ziellinie erreichen. Interessiert mich nicht, wie du das anstellst. Und wie viel Zeit habe ich dafür? Nicht viel. Geh jetzt. Ein Scout aus der Massakerhalle schaut zu. Mhm. Na denn? Mann, was ist noch? Ich habe einen neuen Ort, an dem wir vielleicht ein paar meiner alten Bücher finden. Komm in die Bibliothek, um dir die Details von Talia zu holen. Autsch, okay, das gab gleich doppelte Questen. Jagd und Co. Ich habe aber keinen verstanden. Oh, ich hasse sowas. Ja, nee, ich will jetzt nicht... Ach. Darf ich jetzt? Später. Später, später. So, renne nachts durch die Straßen, folge den Kontrollpunkten und schaue nicht nach hinten. 1 Minute 40.
Ja, jetzt lass mich doch bitte die Herausforderung starten. Okay. Aiden, die Speerschlangenalarm. Pass auf dich auf. Ja, YOLO! Lauf! Was auch immer passiert, Freund, lauf! An der Ziellinie zählt nur die Zeit. Okay. Nutze Sprengstoff auf dem Weg. Der kann helfen. Ja, glaube ich nicht. Okay. Alter, ich bin ja hier nur noch am Hopsen. Die wollen mich alle ausbremsen. Wie unfair ist das denn? Oh, der war gut. Alter, wie viele Kontrollpunkte sind es noch? Das werde ich nicht schaffen, oder? Das wird immer heftiger. Ah, komm schon. Boah, wirst du nochmal vergiftet von der Seite? Lauf, Aiden, lauf, 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 lauf. Alter. Soll ich auch noch gehauen? Oh, alter Schwede. Aber 6 Sekunden muss ich noch irgendwie rausschlagen. 6 Sekunden. Soll ich erstmal kurz warten, oder was? Ich hoffe, der sieht mich da hinten jetzt nicht. Gut, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis. Wir sprechen uns bei der nächsten Herausforderung. Ja, ja. Ich will das nochmal probieren. Die Tipps, die ich dir gegeben habe, haben sie geholfen? Danke für die Warnung. Kein Problem, Kumpel. Nenn es einfach Höflichkeit. Gleicher Ort? Der einzige Ort. Diesmal zahlst du. Okay. Das ist nicht machbar so wirklich, Alter. Also ganz ehrlich, wenn ich noch nebenbei mittlere Maustaste drücken muss, zumal er hier jedes Mal aus der Puste kommt. Alter. Och nee, komm schon. Der war jetzt fies. Der hat mich Sekunden gekostet. Zumal, dann hängst du da mal kurz fest. Da mal kurz. Langsamer geworden. Ich bin viel langsamer geworden. Das war schlecht. Gut. Gucken wir nochmal.
So. Weil er mir genau den Weg abgeschnitten hat. So, komm schon. Na komm schon, ey. Gas, 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 gas. Ausdauer liegt's nicht. Das liegt halt an so einem blöden Dudes, die dir ständig in den Weg laufen. Und du noch nicht mal richtig boosten kannst. Boah, Alter. Also diese Parcours sind der Hammer. Die sind schweineschwer. Aber ich will unbedingt die 2000 Punkte haben. Wozu gehe ich eigentlich, will ich nur Gold haben? Okay, das war schon mal wieder Fail. Ich kann ja noch nicht mal... Doch, das geht. Warum hat es vorhin nicht geklappt? So. Wenn du immer diesen Schlag im Hinterkopf hast hier. So. Daneben gesprungen. Lauf, 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 Aiden. Ah, verkackt. Nochmal verkackt. Zumal, weil ich auch immer meinen Sprintbonus dann verliere, weil irgendeiner der Meinung ist, hier mich in den Hinterrücken zu hauen. Ah, wieder 2 Sekunden zu spät. Gut, einmal probieren wir noch. Wenn nicht, dann muss ich es erstmal so lassen. Kannst du das später dann nochmal wiederholen. Das haut nicht hin. So. Ah.
Warum hat er denn... Oh, weil ich getroffen worden bin. Okay, da darf ich mich nicht drauf verlassen, dass ich sie einfach mal aus dem Weg kicken kann. Na komm. Ich wollte gerade sagen, warum treffe ich den nicht? Ach Mensch, landet er genau vor meiner Fresse? Das gibt's nicht. Das hätte mindestens nochmal 2-3 Sekunden rausgeholt, aber... Ah, ich pack das gerade nicht. Ja, fortfahren. Naja gut, dann gehen wir mal kurz gucken. Wieder an derselben Stelle? Na gut. Wieder an derselben Stelle. Dann gehen wir nochmal einsaufen. Zumal, er will dann halt auch immer nicht, ne? Ne, super. Jetzt habe ich das hier nicht gepackt, aber hier, das können wir nochmal mitnehmen. Bei euch habe ich jetzt eigentlich gerade keine Zeit hier. Na, komm hoch. Super, auch noch runtergefallen. Genau das ist es. Sobald du angehauen wirst, kannst du nicht mehr richtig laufen. Das ist ja gerade das Nervige bei einer Jagd. Okay, ich habe sie sogar schon alle losgeworden. Super. Perfekt. Wenigstens das hat hingehauen. So. Na, Aiden? Bereit, das rappeln zu lassen? Du weißt, dass es in der Massakerhalle nur einen Sieger gibt? Wenn ich also ausscheide, hast du eine höhere Chance. Warte, was meinst du damit? Du würdest ausscheiden, damit ich gewinnen kann? Ja, das würde ich. Hey, Boss, tu das nicht für mich. Du bist zu gut. Das ist deine Welt, Chiro. Mir bedeutet das nichts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß, dass ich gewinnen werde. Also, mein Bruder hat nicht viel geredet. Der Künstlertyp. Ich dagegen rede ununterbrochen. Ich vermisse ihn einfach manchmal, weißt du? Scheiße, Mann. Ich werde diese Hurensöhne töten, die ihn mir genommen haben. Aber du meintest, euer Vater... hat ihn in die Arena gestoßen. In der einen Sekunde hatte ich einen großen Bruder. In der nächsten war er tot. Sie haben seine Leiche einfach mit den verdammten Infizierten entsorgt. Das war die Beerdigung meines Bruders. Nur deswegen will dein Vater nicht, dass du kämpfst. Er denkt, er sei ein großer Kämpfer gewesen. Er ist ein arschkriechender Feigling. Hat nie an mich geglaubt. Ich werde ihm zeigen, was ein wahrer Champion ist. Ich werde es allen zeigen. Dann werde ich ihm in den Arsch treten. Chiro? Chiro! Oh Mann. So, dann wollen wir mal gleich weiter. Ich hoffe nicht, dass ihr mich jetzt die ganze Zeit verfolgen wollt hier. Weil ich möchte noch zum letzten Austragungsort hier. Was wohl wahrscheinlich auch nochmal dasselbe ist. Okay, die mit dem Schießen und Sammeln, das war ja ganz cool. Die Laufherausforderung, ich weiß nicht. Ja, Übung, ne? Es ist halt einfach nur Übung. Bestimmt noch den einen oder anderen Kniff, den ich jetzt nicht wirklich anwende.
womit man es bestimmt deutlich leichter hätte. Aber mal gucken. Na gut, mit dem Gleitschirm bin ich ja auch mittlerweile besser geworden. So. Weg bei Night Runner versteckt. Ui. Nö, nö, bleib mal da drüben. Okay, die ist Vollgold. Ich komme wegen der Prüfung. Ja, wir schauen zu. Deine Dates warten. Meine Dates? Dates aus der Hölle. Unzählige von ihnen. Irgendein Rat? Tipps? Rechne mit Schwierigkeiten. Und zwar vielen davon. Aha. Rechne mit Schwierigkeiten. Okay, aber es ist eine Kampfherausforderung. Na gut, erlöse die Infizierten aus ihrem Elend. Mhm. Alter! Na gut. Armbrust, 1000 Schuss. Wegen dieser Selbstmörder. Lass sie einfach hinter dir. Ich sehe hier noch nicht mal einen. Und außerdem Verbandskästen. Die findest du in den Mülleimern. Falls du welche brauchst. Au. Au. Ja, ich will nicht suchen. Ich will den Verbandskasten haben. Alter, wie sollst du das in einer Minute schaffen? Wenn du da einmal unten runtergeflogen bist. Dann siehst du nichts mehr. Okay. Aua. Eine 38, okay. Gut. Jetzt muss ich kurz warten. Na? Ah, du scheinst ja noch am Leben zu sein. Glückwunsch. Du hast die drei Prüfungen bestanden. Jetzt steht die finale Qualifikation an. Zuerst aber muss die ehrwürdige Jury der Massakerhalle deinen Fortschritt bestätigen. Ich melde mich wieder, sobald deine Entscheidung gefallen ist. Jetzt jagen die mich hier auch noch. Oh Gott. Ich wollte das nochmal wiederholen. Ist das Aiden? Wer bist du? Oga, Chiros Vater. Hast du vergessen, dass ich sagte, du sollst dich fernhalten? Komm zur Taufkirche und ich werde dir alles erzählen. Ich warte dort. Okay, zur Taufkirche. Aber ich habe nur Bronze geschafft. Okay. Ist, man sieht die halt überhaupt nicht. Durch den Nebel. Ah.
Und sobald sie halt an dir hochklettern, ist vorbei. Oder du daneben springst. Alter. Nicht gut erwischt. Voll in ihn reingelaufen. Autsch. Ja, jetzt ist vorbei, ne? Weil ich gestorben bin. Silbermedaille gewonnen? Ja, okay. Nicht, weil ich gestorben bin, sondern weil ich 1, 2, 3... Alter, wie sollst du das in 1,27 schaffen dann? Musst du so richtigen Wallhack haben hier. Ich sehe die halt überhaupt nicht. Sie ist halt erst viel zu spät. Ach Mann. Ja, jetzt habe ich den falschen gemacht. Das soll in 27 geschafft werden? Okay, was macht er jetzt hier? Also, weil ich halb drin war. Ja, gut, schaffe ich nicht besser als Silber. Schaffe ich wirklich nicht besser als Silber. Hoppala. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das jetzt auf Anhieb machen sollte. Gut, wir nehmen einmal kurz die Schnellreise, weil ich am anderen Ende der Stadt bin. Das ist ja... Also einige Herausforderungen sind schon ziemlich schwer für mich. Die sind jetzt nicht gerade so, dass ich sage so, oh yo, mach ich mal in 2 Sekunden. Einige sind relativ fair und easy zu erreichen, aber andere sind wirkliche Herausforderungen. Das sind schon nicht gerade einfach. Man muss sich dann halt schon wirklich sehr stark damit auseinandergesetzt haben. Lass mich doch mal in Ruhe. So, Bauchgefühl. So, ich nehme mal hier kurz und danke. Weil wir können einmal hier uns nochmal kurz die Dinger aufholen. Oh, Ausdauer. Okay. 15 Mal, aber mehr auch nicht. Na gut, die Köpfe waren auf jeden Fall schon mal wichtig. Sieht schon blass aus. Aber was ist, wenn sich zu viel Strom in der Luft befindet? Ist das überhaupt? Zu viel Strom in der Luft?
Natürlich bin ich jetzt gleich instant gejagt. Aber egal, wir sind ja schon fast. Hat der Stacheldraht hingehängt. Da. Verdammt, es ist schon auf den Dächern schwer genug. So. Du willst mit mir reden? Erinnerst du dich an Tatsuo hier? Er ist immer noch nicht zu sich gekommen. Du weißt, wer ihm das angetan hat. Skullface. Chiro wird auch so enden. Du bist sein Vater. Und deshalb wird er nicht auf mich hören. Er wäre nicht hier, wenn er es täte. Scheiß drauf, was er will. Er kann nicht so kämpfen, wie er will. Er ist zwar schnell, aber dumm. Er will nur, dass du stolz auf ihn bist. Ich möchte nicht stolz sein. Ich möchte, dass er lebt. Ich will, dass er lebt. Wenn ich helfen würde, was müsste ich denn tun? Chiro ist in der Qualifizierungsrunde für die Massakerhalle. Auf dem Dach am Waterside Way. Und nur ein Sieger. Ich möchte, dass du dorthin gehst und ihn besiegst. Dann gewinnst du. Chiro scheidet aus und danach wird er nicht mehr zurückkehren. Ich muss darüber nachdenken. Auf dem Dach beim Waterside Way, im Zentralring, trifft die richtige Entscheidung, Kleiner. Moment mal, alter Freund. In dir lodert noch ein Feuer. Okay. Nachts durch die Straßen laufen? Verdammt, es ist schon auf den Dächern. Wo soll ich jetzt hin? Ach, da irgendwo auf den Dächern. Na gut, dann müssten wir sowieso einmal kurz hier schnell reisen hin. Können wir einmal wenigstens Tag machen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal schon mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.